Seit den Star Wars Prequels kennen wir die berühmte Regel der Zwei als entscheidenden Grundsatz der Sith. Aber Darth Krayt hatte bewiesen, dass er noch mächtiger werden konnte, indem er sie wieder aufhebt. In Legends setzte sich der Sith über diese alte Tradition nämlich hinweg und schlug seinen eigenen, dunkleren Weg ein. Doch wieso tat er dies? Um genau diese Frage soll sich dieses Video hier drehen. Zunächst ein paar Details, wer Darth Krayt eigentlich war. Ursprünglich wurde er unter dem Namen Asharad Head 47 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Tatooine als Sohn des legendären Jedi-Ritters Sharad Head geboren. Jahre später wurde er schließlich Padawan des Jedi-Meisters Ki-Adi Mundi und als er noch ein Teenager war, wurde sein Vater von der Ex-Jedi-Schülerin Aura Sing ermordet. Asharad selbst überlebte die Klonkriege und war einer der wenigen Jedi, die der großen Jedi-Säuberung im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin entkamen und ins Exil flüchteten. Viele Jahre später und nach der Gefangennahme und Folter durch die Yuuzhan Vong wechselte Head schließlich zur dunklen Seite und erklärte sich bald zum dunklen Lord der Sith und nahm den Namen Darth Krayt an. Natürlich ist das hier nur sehr schnell zusammengefasst, denn um seine eigentliche Geschichte soll sich dieses Video hier ja nicht drehen. In der Star Wars Galaxis verkörperten die Sith die dunkle Seite der Macht, aber das bedeutete nicht, dass sie von Natur aus chaotisch waren. Sie stützten sich auf eine Reihe von Regeln und Ritualen, die denen des Jedi-Ordens ähnelten. Zu diesen Regeln gehörte auch die sogenannte Regel der Zwei, die die Idee des Sith-Meisters mit nur einem Schüler durchsetzte. Ursprünglich von Darth Bane eingeführt und in Episode 1 die dunkle Bedrohung mit Darth Sidious und Darth Maul fortgeführt, hatte diese Philosophie das Vermächtnis der Sith geprägt. Die Regel wurde jedoch in der Zukunft, einige Jahre nach der Rückkehr der Jedi-Ritter, gebrochen. In Legends setzte Darth Krayt der Regel der Zwei ein Ende, da er erkannte, dass dies in der Vergangenheit einfach nicht funktionierte. Darth Sidious' Untergang war Beweis genug dafür. Krayt änderte die Regel ab, wobei er den Teil mit dem einen Meister beibehielt. Denn mit seinem eigenen Ziel vor Augen setzte Krayt die Sith nach seinen eigenen Vorstellungen neu zusammen und begründete damit die Regel des Einen. Er regierte die Galaxis von nun an als neuer Imperator und setzte seine neue Philosophie mit seinem eigenen Willen durch die dunkle Seite der Macht durch. Anstatt die Sith auf zwei Mitglieder zu beschränken, führte Darth Krayt eine Sith-Armee ein, die die Galaxis von nun an beherrschen sollte. Als Krayt erkannte, dass sein Tod unmittelbar bevorstand, verstand er, dass die Sith ohne eine starke Figur wie ihn an der Spitze auseinanderfallen würden. Nach seinem Tod wurde die Regel der Zwei von seinem Nachfolger Darth Red wieder eingeführt. Die Galaxis blieb jedoch durch Krayts Einfluss verändert, denn er hatte bewiesen, dass es einen anderen Weg gab, Planeten zu erobern und seine eigene Version des Friedens in der Galaxis durchzusetzen. Die zukünftigen Sith konnten nicht leugnen, dass ihre Art unter Krayts Führung erneut aufgeblüht war. Falls euch die gesamte Legends-Geschichte von Darth Krayt interessieren sollte, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Denn sollte dies der Fall sein, würde ich vermutlich ein separates Video zu ihm machen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like oder Kommentar von euch unter dem Video sehr freuen. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, so holt das jetzt gerne nach. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.